Am Donnerstag, den 2. Juli 2015, ist es wieder soweit. Die Deutsche Sporthochschule Köln lädt ein zur dritten Ausgabe des Sporhoetry Slams. Das Event, das von Sportjournalismus-Studierenden im Rahmen eines Seminars ins Leben gerufen wurde, blickt mittlerweile auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Bereits im Februar war Hörsaal 1 bei der zweiten Ausgabe bis auf den letzten Platz gefüllt. Hierbei war neu, dass die Slammer nicht auf sportbezogene Texte festgelegt waren. Eine Änderung, die beim Publikum hervorragend ankam. Ja, ich muss sagen, im Vergleich zum letzten Jahr, bei dem ja alle Slams Sportbezug hatten, fand ich sehr schön, dass es diesmal geöffnet wurde, also dass das Thema freigestellt war und dadurch auch gesellschaftskritische Themen zur Sprache kamen. Und ich fand, es war eine gute Mischung. Also es gab 3-4 gesellschaftskritische Texte, gab witzige Texte, deswegen, wenn die Mischung so beibehalten wird, Hammer. Am Ende des Abends klatschte das Publikum dann für Alexander Nudelmann, Johannes Steuding und Marilena Wert am lautesten und wählte so Slammer auf die ersten drei Plätze, die mit sportfernen Texten die Bühne betreten hatten. Das war selbst für die erfolgreichen Slammer eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so einem ernsten Text Chance darauf habe, unter die ersten drei zu kommen. Von daher hat es mich beeindruckt, dass die Zuschauer auch sowas halt gut finden, dass es gut ankommt und dafür auch so begeistert sind. Den Sieg konnte sich letztendlich Johannes Steuding sichern, der seine Kindheitserinnerungen in Ostdeutschland mit dem Studienstart an der Sporthochschule verglich und so für viele Lacher sorgen konnte. Statt Großstadt haben wir Altstadt. Statt dem Rhein die Elbe. Statt Nutella Nudossi. Doch nicht nur mit diesem Auftritt zeigten sich die Initiatoren des Abends hochzufrieden und konnten generell auf einen sehr erfolgreichen Abend zurückblicken. Und wirklich ein Riesenkompliment. Das ist ein ganz tolles Projekt. Ich glaube, bereichert die Sporthochschule sehr und es geht auf jeden Fall weiter. Also es wird immer besser. Wir waren ausverkauft, ne? Ja, ausverkauftes Haus heute. 500 Leute? Ja. Ja, da können sich andere Slams in Köln aber eine Scheibe von abschneiden. Und so wird sicher auch die kommende Ausgabe wieder ein voller Erfolg werden. Wenn die Slammer sich dem Publikum stellen und mit kritischen Gedanken, studentischen Themen und spaßigen Anekdoten für Begeisterung sorgen wollen.